Willkommen, seid gegrüßt zur neuen Runde hier vom LS22 Nordfriesische Marsch. Ja, heute nur endlich mal, ne? Ich habe schon länger gesagt, dass ich hier mal ein bisschen Deko platzieren möchte. Ein bisschen grün, ein paar Bäume. Wir haben natürlich nebenan die ganze Holzfäller-Baumreihe. Aber ich denke, dass wir jetzt heute hier mal so ein paar Deko-Bäume platzieren. Hier in der Ecke da noch ein bisschen was. Auf jeden Fall diesen Bereich schon mal gestalten und gucken mal, was uns das ganze Spaß kostet. Und eigentlich beim Kieswerk auch noch. Da müssen wir auch noch ein paar Bäume wieder hinpflanzen. Und dann, ja, glaube ich, muss das erstmal reichen, weil insgesamt, klar, die Windmühle muss hier so bleiben, aber dieser ganze Bereich hier, ab hier, wo ich schon mal alles gefällt habe, da ist auch noch ein Stummel übrig wohl, hier waren ja mal Bäume, und hier sollen wieder ein paar Bäume hin. Mal gucken, was das Ganze kostet. Dekoration, Landschaftsbau, Bäume. So. Gibt ja so ein paar zur Auswahl. Das sind die großen, die hier wachsen. Die eher nicht. Wenn dann solche. Eigentlich wollte ich nicht viel mehr als 10.000 oder so ausgeben. Jetzt sind die sogar schon ein bisschen zu groß, aber ich glaube, das geht schon. Das ist ja alles mal alles, irgendwann mal alles hier gerodet, damit man hier überhaupt was am Anfang kann. Muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu nah ran, damit ich mit den, da würde ich andere Bäume platzieren, damit ich den mit den Triggern nicht hier irgendwie vermassel. Oh, das ist teuer. Das ist auch noch höher, ne? Da war nicht so schön. Rückgängig gibt es leider nicht. Größeren Bäume noch mal dahinter dazwischen platzieren. Da kommen aber auch gleich noch ein paar kleinere dazu. Nur diese ganz großen, sonst die sind vielleicht echt ein bisschen zu viel. Das ist guten. Ja, hier könnte man die aber auch platzieren. Aber ich will, also wie gesagt, wir müssen mal gucken. Also viel unter 500.000 wollte ich nicht, aber wir werden sehen. Zumindest einmal vor dem Tank so ein. Daneben kommt noch ein anderer Baum. Sehen wir gleich. Die bringen auch immer ordentlich was rein hier. Mischwald. Später können da vielleicht auch noch ein paar Büsche zwischen. Müssen wir mal gucken. Bäume zu, ne? Durch die Setzlänge. Schon verhältnismäßig klein aus. Ich dachte, dass ich die eigentlich hier noch zwischenkriege.
Wieso rotiert das eigentlich nicht zufällig? Normalerweise rotieren die doch zufällig, oder nicht? Kann auch mal gucken, also ich glaube, wahrscheinlich sind auch viele dafür, dass ich mir das Geld einfach wieder gut schreibe dafür, oder? Weil eigentlich, naja, ist ja alles, wie es ist, ne? Kommen jetzt gleich noch ein paar kleine Bäume zwischen, die so ein bisschen die Lücken da noch schließen. Ich denke schon, das macht nachher, das macht schon ein bisschen anderes Bild dann hier. In Zukunft hier durchfahren, das nicht mehr ganz so kahl aussieht. Da ist gleich noch ein paar kleine Tannen von zwei Sorten da rein oder so, dann ist es gut. Auch da stehen habe. Ich glaube 100.000 habe ich schon ausgegeben, oder? Jemand geguckt auf das genaue Startkapital. Ja, hier würde ich noch ein bisschen Grünes mit zwischenpacken. Ja, das kommt noch. Schluss. Hier, ne, die hatte ich noch nicht. Hier machen wir das also an einigen Stellen noch mal ein bisschen blickdichter. Kosten nicht viel, ne? Die kosten nur 130. Bei anderen dabei waren, die irgendwie 2000 gekostet haben, ne? Jetzt noch die ganz kleinen. Mal gleich noch ein bisschen Grünzeug zwischen, das ist schick, glaube ich, das passt dann schon. Palette vielleicht mal demnächst mal rausnehmen. Hier fehlt mir eigentlich noch irgendwie ein ordentlicher Baum, ne?
Ja, Gras muss da noch zwischen. Das hier, ne? Hier kann das gut weg, weil dieser Busch hier so rüberragt auf die Straße, ist ja nicht schön. Ich glaube, hier ist was. So, sieht das auch gleich schon ein bisschen netter aus hier. Gut. Jetzt hier noch so ein bisschen den Rand noch ein bisschen rausziehen. Überall grün Zeugs. Ja, ich hätte jetzt mal so ein Vorher-Nachher-Bild machen sollen, glaube ich, ne? Ich denke schon, dass das Deko-mäßig hier schon mal auf jeden Fall besser aussieht. Da malt eine Map mit Deko. Köstlich. Ja, mal ein bisschen muss man sein. Nicht übertreiben. So. Wer mag noch lecker Ofenkäse, wenn auch die Fertigvariante? Shelly auf jeden Fall. Ich mag es auch. So zum irgendwie dippen, Brot reindippen oder irgendwas, ne, Gemüsemäßiges reindippen. Kollision im Weg hier, deswegen kann ich da jetzt nicht so richtig genau hingucken. So. Was auch mal so, ne? Irgendwelche Anregungen? Ich denke, das passt schon. Moin Moin, Jojo Gaming Official. Moin Moin, sei gegrüßt. Vielen Dank. So. Da wohl diese Hütte. Vielleicht mache ich hier noch einen Baum hin, oder? Ist die Hütte so ein bisschen, sieht ein bisschen eingewachsener aus, denn. Hier würde ich noch mal grün malen.
Meine, die Blumen blühen hier. Rehe verstecken sich. Gut, das war die erste Baustelle. Finde ich, haben wir ganz gut. Schick jetzt hier. Ein neues Bild, wenn man jetzt hier längs fährt in Zukunft. Kriegt man da noch einen Baum hin. Aber wie gesagt, ich kürze ja meistens ab. So eine Tanne der zweiten Klasse. Zweitklassentannen. So. Ja, wenn wir den jetzt noch voll geboostert haben, stehen wir glaube ich noch 2-3 Setzlinge, also 2-3 Bäume mehr, das passt. Gut, das war Position 1. Baustelle 2 ist hier. Sollen wir schon mal gucken, was uns der Spaß gekostet hat. Geht vielleicht diesen Monat doch nichts auf Sparbuch. Dafür geht es in die Deko, ne? Hier 40.000 für sonstige, wo wir sonst aber auch Einnahmen haben. Ist ein bisschen schwer zu sehen jetzt. Also ich habe ja, geht's auch in die Baukosten mit rein, ich weiß es nicht genau. Ja, wir werden das finanziell verkraften. Wir wollen ja noch Mai 2 nachmittags, wollen wir noch ein paar Verkaufstouren machen. Dann passt das schon. Ja, hier passt das auch nochmal, eine kleine Tanne mit rein. Nussbrot? Habe ich auch schon lange nicht mehr gegessen. Nussbrot. Ja. So, auch hier haben wir natürlich noch so eine kleine Baustelle. Wo man ja immer sagen muss, nach oben hin, die Felderweiterung ist fertig. Also ich habe ja hier immer Bäume mal weggenommen, um hier alles Mögliche zu platzieren. Das würde ich natürlich hier so lassen. Aber wir könnten jetzt hier noch ein paar Bäume nochmal wieder aufstellen. Hier auch. Die Halle hier so ein bisschen eingewachsen ist. Hier ist ja auch so eine Schneise. Da kann was rauf. Hier vorne auf die Flächen kann was rauf. Ja, hier sehe ich eigentlich auch noch mal ein bisschen Bedarf. Hier auch. Und dann natürlich hier die ganze Reihe, ne? Ja, das ist schon echt viel Geld, was wir da ausgeben. Oh, sind bei 540.000 gestartet. Ich mache jetzt einfach erstmal ein paar große Bäume hier rauf, damit wir überhaupt mal einen Ansatz finden. Und von denen stehen hier natürlich auch schon eine Menge. Nächste Typ Baum. Die sind, habe ich eigentlich bei den anderen gar nicht gebaut, ne? Die sehen auch mal ein bisschen dürftig aus, finde ich. Vielleicht noch irgendwas zwischen. Größeres eher hin. Das ist noch mal 2000. Mal ein bisschen sparsam mit sein.
Hast du schon noch die Hälfte, ne? Von 10 Stück sind halt 3.000, 35.000 weg, ne? Na, hier müssen schon ein paar ordentliche Bäume hin, sonst nützt ja nichts. Hier kann man also mal über Bodenterraforming nachdenken. Das ist auf jeden Fall wieder Aufforstungsprogramm hier, ne? Da ist das Geld weg. Hiervon noch mal ein bisschen. Natürlich auch noch ein bisschen Boden malen später. Schattiger Wert hier. So, jetzt muss man hier nochmal wieder gucken. Das eigentlich. Das passt schon, oder? Ein paar kleine Bäumchen und das ist gut. Dann der zweiten Größe hier. Ist immer noch ein bisschen schöner als vorher, oder? Ich weiß nicht, jeder mag Bäume. Es gibt ja auch baumfreie Marschspielstände. Los ist. Ach, habe ich nicht. Schade. Ja, sorry. Lese ich jetzt gerade noch diesmal vor, nachher Bild. Zu spät. Nur die alte Folgen angucken. Ja, hier kann noch mal ein paar Eichen gleich rein. Ja, hier kann man auch noch mal irgendwie bepflanzen. Ja, hier geht es ja immer nicht zu weit, dann komme ich durch den Zaun, das gefällt mir dann auch wieder nicht. Hier ist noch eine Lichtung.
Die kosten verhältnismäßig halt echt nicht viel hier, die kleinen. Aber hier würde ich vielleicht nochmal ein paar Büsche setzen und auch müssen wir auch gleich nochmal den Boden malen. So nah wieder da noch extra Bäume ans Feld ransetzen, weil dann hängen wir demnächst bestimmt bei der Ernte da fest. Kennen wir schon. Vielen Dank für den Sub. Moin, moin. Vielen, vielen Dank für den Prime Sub. Danke dir. Für deinen Support. Mal irgendwas anderes hin. Und den nicht ganz so großen Birken jetzt nochmal so ein bisschen in die Lücken. Wenn man jetzt von oben sieht, oh, da ist aber noch. Vorne würde ich glaube ich noch mal was hinpacken. Sind knapp. Geht aber gerade so. Das ist die Größe auch schon, ne? Ich glaube, das war mal so fürs Erste. Jetzt hänge ich hier in 2 Stunden noch und bin noch immer am irgendwie rumdekorieren. Ja, jetzt mache ich auch. Cool. Weil ich hier so weit Kies gemalt ist. Bei der Erde ist ja egal, aber es im Kies sah ein bisschen blöd aus. Später noch Gras rauf.
Später dann vielleicht noch ein paar Büsche, Blumen. Jetzt, also ich glaube 300.000, kann es sein, dass ich 300.000 ausgegeben habe für den ganzen Spaß. Hin. Ja. Safety. Nö. Schütze auch noch Schneespaziergänge. Viel Spaß im Schnee bei Forst. Hier sind einfach weitere Grassorten, so wie Luzerne. Nennenswerte Unterschiede sind da nicht. Also, nur wenn man zum Beispiel den Fermenter betreibt oder was auch immer, ne, dann hat man natürlich mehrere Möglichkeiten, wenn man alle Grassorten herstellt. Baumstumpen. Gut. Kann man Hanf gebrauchen? Naja, ne? Die Frage stellt sich ab 1. April ja nicht mehr. Ja, dementsprechend Hanf gibt es mehrere Möglichkeiten. Hanföl ist natürlich klasse, ne? Klar, aus dem Hanfkörnern vom Gedroschenen kannst du Hanföl machen. In der Ölmühle logischerweise. Und der Schwatt, der beim Hanfdreschen übrig bleibt, ist in der Textilproduktion natürlich ist Stoff. Ne? Kannst du Stoff draus machen aus Hanffasern. Und du kannst Hanf auch nutzen in der Zellstofffabrik für Isolierung. Ja, sozusagen ist ein Dämmstoff, ist da das Stichwort. So, gut. Habe ich noch was vergessen? Ja, aber weiß ich nicht genau. Ich glaube, das soll jetzt erstmal so, ne? Natürlich kann man hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen, aber jetzt bin ich auch schon gleich bei 40 Minuten in der Folge geworden. Bisschen länger geworden als gedacht. Ich denke, Bereiche Kieswerk und Bereiche Sägewerk sind jetzt erstmal soweit ganz gut dekoriert. Das ist ein neues Bild, wenn man da in Zukunft durchfährt. Nicht mehr ganz so kahl, sondern ein bisschen schön
gestaltet. In der Mittlerweile sind in der Produktion auch schon wieder 7 weitere reingekommen. Vielleicht sollte ich, wenn ich das nächste Mal spiele, erstmal gucken, dass wir da oben wieder so ein bisschen was versorgt bekommen. Ne? Gut. Gerne, gerne, kein Problem. Also Leute, das war's für heute hier vom LS22. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Wer Bock hat, in 2 Stunden bin ich circa wieder live aus der Küche. Essen kochen. Und heute Abend ab ca. 20 Uhr auch wieder live, dann aber mit Restaurant-Simulator, Essen, Kochen im Spiel. Ne? Also von daher, vielen Dank, Leute. Schönen Sonntag euch. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Support. Und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und tschüss.